Heute werdet ihr das keltische Baumhoroskop der Weide erfahren. Und damit grüße ich euch alle recht herzlich. Die Weide steht unter dem Begriff die Melancholie. Von den Kelten wurde sie Seile genannt und stand für den Buchstaben S. Sie gilt für die Geburtsdaten vom 1. bis 10. März. Und dem 3. bis 12. September. Die im Zeichen der Weide geborenen sind starke Menschen und mit dem Kreislauf der Natur verbunden. Ihre Liebe ist das Wasser und sie suchen die Herausforderung. Menschen, die der Weide zugeordnet sind, sind naturgebunden und gestalten ihren Lebensablauf im ständigen Fluss der Veränderungen. Sie sagen sich, dass sie die Grenzen, die es gibt, auch kennenlernen wollen. Strebsam gehen sie ihren Weg, suchen nach Harmonie und natureller Befriedigung und sie können zu jeder Zeit ihr Leben auch genügend gestalten. Genügsam können sie es gestalten, wenn es denn vonnöten sein sollte. Weidemenschen sind sehr offen und ehrlich, doch können sie sehr ernsthaft sein. Beruflich haben sie aufgrund ihrer freundlichen und toleranten Art immer wieder Erfolg. Weidegeborene sind sehr sensible Menschen. Sie reagieren häufig dünnhäutig und sarkastisch. In der Liebe erwarten sie Gleichberechtigung und Harmonie. Und das garantiert eine ausgefüllte und wohlige Partnerschaft auf beiden Seiten. Geht man auf die Sensibilitäten der Weidemenschen ein, hat man eine angenehme Partnerschaft zusammen. Gesundheitlich sollten sie auf Rücken, Beine, Atemwege, dem Immunsystem und Seele Acht geben. Das ist der Charakter der Weidegeborenen. Schön anzusehen, die sich zu schönen Dingen hingezogen fühlen, aber auch mit einem schwankenden Charakter. Als nächstes geht es weiter mit der Linde. Hören wir uns an, wie die Lindegeborenen dort stehen. Bis dann, herzlichst eure Deria.